Wie ist die Rechtsstellung der Aktionäre einer AG? Fragezeichen. So, jetzt stehen wir da. Jetzt stehen wir nämlich da erstmal vor diesem Wort Rechtsstellung. Was ist denn die Rechtsstellung? Nun, es ist ganz gut, wenn man so gedanklich die Brücke schlägt zum Begriff Haftung. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, man kann hier vielleicht noch das ein oder andere mehr sagen, aber das ist eine gute Antwort. Also, Rechtsstellung gleich Haftung, nur mit der Einlage. Ja, also der Aktionär haftet nicht mit dem Privatvermögen, nicht mit dem Privatvermögen. Und dann außerdem keine Geschäftsführung und keine Vertretung. Ja, Geschäftsführung ist im Wesentlichen im Innenverhältnis. Was kaufen wir ein diesmal? Wie sieht unsere Produktpalette aus? Auch Einstellungen, Entlassung von Mitarbeitern, das ist alles Geschäftsführung. Und Vertretung ist nach außen. Ja, so kann man grob sagen. Geschäftsführung, Innenverhältnis, Vertretung, Außenverhältnis. Zum Beispiel, also man sagt immer Vertretung gerichtlich und außergerichtlich. Ja, keine. Keine Vertretung. Keine Geschäftsführung. Der Aktionär hat damit nichts zu tun. Ja? Also keine Haftung mit dem Privatvermögen, keine Geschäftsführung, keine Vertretung. Das entscheidende Schlüsselwort ist also hier keine. Ja? Keine Haftung mit dem Privatvermögen, keine Geschäftsführung, keine Vertretung. Das ist die Rechtsstellung der Aktionäre bei der AG. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Der führt Sie zu meinem Schnelllernsystem. Lernen ohne Leiden. Mein Name ist Dr. Marius Ebert. Seit mehr als 25 Jahren lernen Menschen durch meine Methode leichter und bestehen ihre Prüfung sicher. Meine Methode funktioniert schnell und sicher. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video.